Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Dark Souls 3. Ja, ich habe sagenhafte 3 Seelen in meinem Inventar, obwohl ich letzte Folge gestorben bin. Denn ich habe Tests gemacht. Test auf David. Denn ich habe jetzt beschlossen, nachdem ich ja die Probleme hatte, dass OBS gerne mal geleckt hat, mich dazu entschlossen, OBS Studio zu verwenden. Witzigerweise habe ich, glaube ich, jetzt gerade durch OBS Studio herausgefunden, warum es denn überhaupt geleckt hatte. Denn ich habe gerade festgestellt, dass ich, ja, was soll ich sagen, also normalerweise kann ich bei, okay, Moment, wir fangen nochmal von der anderen Seite an. Ich fange jetzt deswegen vor dem Leuchtfeuer an, weil ich möchte die Viecher, die den Weg vom anderen Leuchtfeuer weg in diese Richtung sind, gerne wieder durch Feuer sterben lassen, durch Feuer des Drachen. Und deswegen gehe ich jetzt von hier, weil es dann natürlich leichter ist, lass erstmal die anderen Drachen wieder durch, die anderen Gegner wieder durch das Drachenfeuer sterben. Und deswegen gehe ich hier jetzt lang. So, da haben wir Titanitscherben, das ist schön. Den machen wir tot. Der hat mir ein bisschen getroffen, aber ist nicht schlimm. So, also nur mal so zur Erklärung, warum ich jetzt zu diesem Leuchtfeuer geportet bin. So, genau. Zur Erklärung, warum ich glaube, dass es gelaggt hat. Also es gab jetzt zwei Problematiken. Zum einen gab es die eine Problematik, ich nehme mit OBS auf und es laggt nicht. Also zumindest das Spiel selber laggt nicht. Aber die Vorschau. Ihr müsst wissen, OBS hat halt die ganze Zeit ein Vorschaufenster, in der man sieht, was man eigentlich aufnimmt. Und da ich zwei Monitore da habe, läuft halt so quasi immer auf dem linken Monitor mein Aufnahmeprogramm mit so einem kleinen Vorschaufenster. Und ich könnte theoretisch mal kurz so einen Blick nach links werfen und sehe, okay, ich nehme auf und okay, ich habe auch Ton und so weiter. Soweit, so gut. Blöderweise hat diese Vorschau immer geleckt. Und ich habe mir auch eingebildet, dass es so zu sein scheint, als würde nicht nur die Vorschau laggen, sondern als würde auch das Videomaterial am Ende nicht so hundertprozentig flüssig aussehen, wie ich es halt eigentlich aufgenommen habe. Und aus den Gründen habe ich dann halt beschlossen, letzte Folge, ja gut, ich versuche es jetzt einfach mal mit DxStory. Ein Aufnahmeprogramm, das ich auch ganz gerne mal verwende. Vorteil ist, die Grafik ist ein kleines bisschen schöner. Der Unterschied ist jetzt, ja, ja, ist da, aber da ich es ja, oh, jetzt aber am Ende sowieso rendern muss, kann man jetzt drüber streiten, ob das bisschen, was es halt hässlicher ist, so quasi, ich es mit OBS aufnehme, wirklich so schlimm ist. Der Vorteil bei OBS ist halt, ich kann die Folge so, wie sie ist, sofort hochladen. Soweit, so gut. Was wollte ich noch dazu sagen? Ja, also mit DxStory aufgenommen, nur mit DxStory lief das Spiel selber nicht sonderlich flüssig. Und ich hatte jetzt keine Lust, noch mit 10.000 verschiedenen Codecs rumzubasteln, bis ich endlich eine Möglichkeit gefunden habe, mit DxStory aufzunehmen, sodass das Spiel flüssig läuft. Und dann aber im Nachhinein meine Folgen jedes Mal nochmal rendern zu müssen. Weil das halt der Nachteil von DxStory ist, da habe ich halt dann, keine Ahnung, ich weiß nicht wie viel, ich habe nicht nachgeguckt, aber da habe ich halt dann, was weiß ich, keine Ahnung, 50 GB an Videomaterial, das ich so natürlich nicht hochladen kann, sondern erstmal komprimieren muss. Jetzt habe ich mir OBS Studio runtergeladen, weil das alte OBS ja scheinbar nicht mehr supportet wird. Von daher musste ich ja zwangsläufig irgendwann eh umsteigen. Habe mir das mal so angeguckt und habe das jetzt alles eingestellt und fange halt jetzt an, halt Stück für Stück. Hey, nicht trinken! War nicht nett. Also das mit dem Estus, mein lieber junger Mann, war jetzt aber nicht so nett. So. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass hier der Drache nochmal spuckt. Nee, ich sollte weglaufen. So. Jetzt habe ich halt gerade OBS eingestellt. Oh, da habe ich schon wieder ein Estus zurückbekommen. Damit, so. Damit die Lautstärke passt. Weil ich halt die Soundspuren nicht getrennt voneinander aufnehme. Und habe bei OBS festgestellt, dass halt so quasi das Spiel nochmal gecaptured wurde. Denn um mir zu merken, wie ich die Lautstärke verstellen muss, habe ich mir halt angewohnt, immer hinzuschreiben, was weiß ich,
Oh, danke für die Brandbomben. Dark Souls, so und so viel Dezibel, damit ich weiß, wie viel leiser oder lauter ich es machen muss, damit man das anständig hört alles. So, wo ist jetzt der Put-Put-Put-Typi? Ja, da ist er. Hi! Kommst du? Beifuß! Hallo! Ja, genau. Komm zu Mama. So, und jetzt komm mal mit mir mit. So. Ja, noch ein Stück. So, und jetzt laufen wir mal ganz schnell. Laufen! Und du sollst eigentlich zurückgehen. Willst du zurückgehen? Ja, willst du. Willst du nicht zurückgehen? Edward, willst du nicht mehr zurückgehen? Ah, jetzt will er zurückgehen. Okay. Ja, der macht mir zu viel Schaden, als dass ich das Risiko eingehen will, von denen verkloppt zu werden. Jedenfalls, normalerweise musste ich halt immer sagen, okay, beim alten OBS, ich möchte gerne eine Game-Aufnahme starten und stell das halt bei meinen Szenen ein, was weiß ich, Szene-Aufnahme, Game-Aufnahme. Und das ist ja soweit alles schön und gut. Problematisch ist halt nur, dass ich halt für jede Game-Aufnahme was neu einstellen muss. Nein, 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 nein! Du bist zu schnell gewesen, junger Mann. Dann halt so. Du bist zu schnell gewesen. Dann halt so. Wenn ich vom Drachen gefressen werden will, dann töte ich dich halt so. So. Alles klar. Und dann habe ich halt so quasi meine 5 verschiedenen Game-Aufnahmen für jedes Let's Play, das ich laufen habe. Das muss ich halt bei OBS Studio nicht, weil bei OBS Studio mache ich einmal Game-Aufnahme und der capturet dann automatisch jedes Game, das eine... Ja, also er capturet dann automatisch jedes Game, so muss man halt sagen. Und das mache ich, sage ich einfach nur, ich möchte eine Game-Aufnahme starten und dann muss ich nicht erst auch sagen, für Spiel XY, sondern er erkennt das dann automatisch. Und beim alten OBS wäre das halt nicht gegangen. Beim alten OBS hätte es gesagt, ja, du willst eine Game-Aufnahme, du hast da eingestellt, dass du Talos-Prinzipal aufnehmen willst. Da ist aber kein Talos-Prinzipal, also nehme ich nichts auf. Oh, hi! Ich habe ja ganz vergessen. Das ist halt das Doofe. Und hier sagt er so, okay, du willst eine Game-Aufnahme, guck mal, bei dir läuft gerade Dark Souls, das ist ein Game, das nehme ich dir auf. Und da ich aber ein fauler Mensch bin und mir das halt irgendwie merken möchte, wie laut ich die Spiele einstellen muss, mache ich halt für jedes Spiel eine neue Game-Aufnahme rein. Wo ich dann halt dahinter schreibe, was weiß ich, 30 Zombies, minus 10 Dezibel, Talos Principle, minus 20 Dezibel zum Beispiel. Und dann weiß ich, ich muss meinen Lautstärkeregel in OBS so und so viel verstellen. Das habe ich jetzt gerade auch gemacht gehabt. Blöderweise habe ich dann die aktiv gelassen. Dark Souls 3 liegt drüber, das fällt halt nicht auf und... er hat so quasi das Spiel dreimal gecaptured und da hat das in der Vorschau geruckelt. Könnte vielleicht daran liegen, dass es deswegen bei mir auch geruckelt hat. Beim alten OBS, weil ich vielleicht noch eine Bildschirmaufnahme drunter hatte und man das Spiel vielleicht auch mit Bildschirmaufnahme hätte aufnehmen können. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin doof und ich glaube, jetzt dürfte das Problem beseitigt sein und ich bin endlich mal auf dieses Spiel umgestiegen. So, wir haben noch ein paar Pfeile, ich will mir aber ein paar mehr dazu holen. So. Dann sollte das jetzt definitiv reichen. Weiß, ich habe noch ein paar, glaube ich, in meinem Lager, aber egal. So, dann reisen wir jetzt wieder dahin zum Turm auf der Mauer. Und dann werden wir dort jetzt nochmal diesen netten Typi an der Treppe verkloppen. Weil ich glaube, der will dazu. Und dann werden wir diesen wundervollen Drachen wegschießen. Jetzt ist natürlich die Frage, das Ganze wird wohl etwas dauern. Soll ich das schneller vorspulen? Damit ihr euch das nicht die ganze Zeit angucken müsst. Oh, hallo! Oder? Oder lasse ich das normal schnell laufen? Genau, Vorsicht vor links. Wo ist der jetzt hin? Da ist er. Komm mal hier rein. Nicht?
halt so. Das sieht schon unheimlich cool aus. Wer bist du eigentlich? Dass du so ein Problem mit mir hast. Hey! Hui. 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 Nein, nein, nein. 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 Oh. Der hat ja mich getötet. Der ist gemein zu mir. Wenn es weitergeht, komme ich gar nicht bis zu dem Punkt, wo ich den Drachen töten will. Mann, Mann, Mann. Na, ich kann mich halt erinnern. Und das ist halt das, was mich dann leider bei dem Let's Play doch manchmal ein bisschen unsicher macht. Dass es mal eine Situation gab, wo mir dann gesagt wurde, ja, das dauert so lange, du hättest das auch wegschneiden können oder schneller vorspulen können. Und weil ich dann immer ein bisschen unsicher bin, deswegen bin ich halt mittlerweile ein bisschen unsicher, so muss ich sagen. Hallo! Will ich auch langsam mal dran schleichen? Nein, schade. So, jetzt komm her. Es reicht! Auszeit! Alter, jetzt reicht's aber mal. Nicht ins Eck drängen lassen. Junge, komm runter. Es reicht. Mir. Alter, jetzt beruhig dich mal. Du gehst mir vielleicht auf den Zeiger. So, weg mit dir. Blödes Ding. Es ist jetzt aber mal gut hier. Alter Schwede. Der bombt aber auch eine rein hier. Ja, wenn ich mich bei so einem Viech schon so ärgern lasse, dann wird das wahrscheinlich etwas schwierig werden. Hier, ihr geht wann mal Bosse zu kloppen. Meine Güte. Oi, 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 oi. So. Also, jetzt töten wir erstmal die hier nochmal. Was, der lebt ja noch. Du lebst ja noch. Bam. Jetzt nicht mehr. Bam, bam. So, und jetzt geht der Spaß los. Jetzt werde ich mal gucken. Wir haben 99 Pfeile. So. Wenn ich hier stehe, dann kann ich doch da wunderbar auf das Viech hinschießen. Achso, falsch. Ja, falsch, ich weiß. 27. Jetzt schieß mal voll. Autsch. Hier eine Stelle, wo er mich nicht erwischt. Hier vielleicht? Hat mir zumindest jemand geschrieben, dass er wohl sich an eine bestimmte Stelle hinstellt und da super auf den Spiken kann, aber nicht getroffen wird. Doch, da werde ich auch getroffen. Ja, 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 ja. Ich sehe es ja schon ein, der trifft mich hier trotzdem. Ja, es hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Ja, gut. Dann von hier aus. Was ja total doof ist, weil ich hier halt nicht viel Schaden mache. 24. Und da? Auf den Flügel komme ich von hier aus. Aber dem Flügel mache ich ihm da scheinbar keinen Schaden. 25. Hier dürfte ich hier... Und 8... Es spielt wirklich eine Rolle, wo ich den treffe. 30. 30 ist gut. 19. ETF. 37. 37 ist ein guter Teil. 41. Da bleiben wir. Da bleiben wir.
Okay. Schauen wir mal. Das dauert halt jetzt 3 Jahre, bis wir den getötet haben, ne? Aber. Ja. Ja, ich würde sagen, diesmal lasse ich das einfach noch. Dass ich mal einfach mal wirklich sage, ich schieße das jetzt so. Ich mache das jetzt so. Und ihr könnt mir halt dann gerne in die Kommentare schreiben, was haltet ihr von solchen Aktionen? Wenn ich sowas mal mache, dass ich den Gegner von der Ferne wegschieße, soll ich dann das Ganze in einen Zeitraffer schneiden? Oder einfach das Stückchen rauscutten dazwischen drin? Ansonsten hätte ich es halt einfach mit einem Zeitraffer gemacht. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Diesmal lasse ich das. Ja, ansonsten, was gibt's zu sagen? Das Spiel, es macht unheimlich viel Spaß. Also ich finde es bisher echt gut gelungen. Aber ich habe das Gefühl, dass meine Pfeile nicht reichen werden. Wobei doch, wenn ich die 50% erreiche, sobald ich bei 50 bin, schaffe ich ihn. Ja, das ist aber ein Problem. Ja. Das ist definitiv ein Problem. Die Flügel, machen die ihm auch Schaden? Nein. Ich muss ihn da irgendwie am Arm treffen. So, da treffe ich ihn gut. Oh, da treffe ich ihn super. Ich habe das auch nicht so genau begriffen, wo der jetzt getroffen werden will und wo nicht. Ja, dann schaffe ich ihn jetzt doch ein bisschen zügiger. Ich muss eigentlich immer warten, bis der den Flügel da so hat. Weil so treffe ich nur mit 21, jetzt warte ich theoretisch. Und so treffe ich ihn mit mehr Schaden. Oh, 50. Jetzt warte ich wieder. Mach den Flügel wieder dahin. Na, macht er nicht, wenn ich ihn nicht... Komm, mach den Flügel da jetzt hin. Danke. Also einmal dazwischen schießen und dann zweimal so. Einmal dazwischen schießen, warten. Und wieder zweimal so. Ja, so geht's. Wieder warten. Waiting. Schießen. Sehr gut. Ah, das ist gemeint gewesen mit auf den Flügel schießen. Da hinstellen und auf den Flügel schießen. Ja, da habe ich jetzt natürlich sehr viel verschenkt in der Zeit, ne? Komm, mach den Flügel wieder her. Hallo? Magst du jetzt? Danke. Das reicht mir die Pfeile bald nicht mehr so nach. Oh. Ja, da bin ich jetzt ein bisschen vorgegangen dadurch, ne? Könnte das jetzt könnte es eng werden. Von was habe ich eine große Titanitscherbe bekommen? Oh nein! Ist das jetzt gut oder schlecht, dass der weggeflogen ist? Ich bin mir unsicher, ob das jetzt so gut oder so schlecht ist. Ich weiß es nicht. Aber jetzt können wir uns hier mal umschauen. Estus Flakor wäre jetzt ganz gut, wenn jetzt wieder hergestellt werden würde, mal von einem Gegner. Brandbomben. Und zack, zack. So, jetzt bewegen wir uns mal vorsichtig darauf und hoffen, dass wir nicht gleich rippen. Oh, wow. So. Ja, das ist viel. Das habe ich mittlerweile in Dark Souls gelernt. Guck dich auch immer erstmal nach hinten um, bevor du um ein Eck gehst. Das geht sonst gerne mal nach hinten. Wow, wow, nein, 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 nein. No, 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 no. Ach, verdammt, den habe ich übersehen. Hi! Hui, wo war das denn? Kommst du da etwa nicht rein? Hihi! Nein, aber er trifft mich halt trotzdem! Aber damit wird jetzt gleich die Frage geklärt werden, ist der Drache wieder da? Denn das habe ich mich nämlich schon gefragt. Ob der Drache jetzt wieder da ist.
Oder ob das wie eine Art Event ist, das man auslöst. Bitte sag mir, dass er nicht mehr da ist. Okay, er ist nicht mehr da. Alles klar. Gut. Das ist gut. Das ist gut, dass er nicht mehr da ist. Denke ich. Jetzt machen wir den als erstes weg. Jetzt warten wir, bis der da wieder kommt. Okay. Aha. Nee. Hol zum Schlag aus. Nee, das ist kein Schlag gewesen. Ich will dich doch nur parieren. Ich will den doch nur parieren. Jetzt habe ich meine Seele verloren. Nein. 4000 Seelen. Rap. Oh, okay. Alles klar. Ich muss ruhiger spielen. Also, ich spiele jetzt ganz ruhig, okay? Alter! Das ist so viel zu tief, ich spiele jetzt ganz ruhig. Danke für die Wurfmesse. So. Toll, 30 Seelen. Können wir schon mal haben. Ausdauer. So. So nicht. Wenn er das mit dem Schild macht, dann auch nicht, Julia. Why? Ausdauer. Und zu. So. Oh. Das Viech ist aber auch bitter. Das Viech ist wirklich bitter. Ja, damit sind halt einige Seelen jetzt futsch. Das ist sehr schade, aber gut. Hilft jetzt nicht. Hilft jetzt nicht. Das ist, ja. Das ist Lerngeld, würde ich sagen. So, jetzt habe ich mal lieber den Heilzauber gemacht. So, jetzt müssen wir die hier. So. Oh. Rüstung eines Deserteurs. Komm rauf. Noch ein Stück. So. Wir nehmen als nächstes du. Okay. Hey. So, den da. Jetzt du. Ja, komm. Komm noch ein Stück rauf. Nicht? Oh, da ist noch einer. Jetzt hätte ich beinahe mal einen Mülleimer umgeworfen. Aber nur beinahe! Alter! So nicht! So. Das hätten wir dann mal. Jetzt ist da noch einer. Ich weiß gar nicht, dass da zwei sind, die schießen. Da ist ja noch so einer. Haha. Mach dein Schild weg. Mach das weg. Mach das weg. Machst du das jetzt weg? Wow. Wow. Ernsthaft? Wow. Such wow. Ja, gut. Wieso geht's auch? Hallo? Oh. Fast. Aha.
Hat halt überhaupt keinen Schaden gemacht, ne? Hui. Und wieder drücken! Das war... Was? Wieder drücken. Das war auch was wieder drücken. Oh, meine Ausdauer ist halt scheiße. Und ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, dass ich Balance, glaube ich, was? Unbedingt mal ein, zwei Punkte reinpacken soll, weil ich bei 70% bin. Es gibt wahrscheinlich wieder so eine magische Dunkelziffer, oder? Dass man sagt, keine Ahnung, man sollte nicht mehr wie Schlag mich tot haben. Wusch, du haust zu? Mal, willst du nicht deine Glocke läuten? Die haben's echt drauf. Die haben's echt drauf. Sie haben ein Problem mit mir. Alles klar. Ei. Ja, aber es ist nicht schwer. Also, jein. Ich bin selber schuld. Sagen wir mal so. Ich bin halt einfach selber schuld, dass ich hier so auf die Fresse bekomme. Das heißt, ich muss nochmal ruhiger werden. Und dann, glaube ich, läuft das auch ganz gut. Aber ich würde sagen, dann machen wir nächste Folge weiter. Ich bedanke mich auf alle Fälle fürs Zusehen. Wieder vielen Dank für die Tipps. Und ja, bis.